So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Nether. Ich musste jetzt leider anders aufnehmen. Also ich muss jetzt mit Fraps aufnehmen, weil OBS das Spiel nur noch mit, sagen wir mal, 10 FPS abspielt. Warum auch immer, ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen. Ich spiele jetzt auch nur mit 20 bis 35 FPS. Ja, mein PC ist halt nicht mehr der beste. Ich habe mehrere Tipps bekommen von Kiki. Ich hoffe, das ist das richtig. Danke auf jeden Fall dafür. Finde ich auf jeden Fall schön, dass da so ein paar Leute mitmachen, mitfiebern, muss man so zu sagen. Ich habe bereits auch meine Gastkeys erhalten. Wolfi hat bereits einen. Allerdings werde ich mit ihm wohl erst zu einem späteren Zeitraum spielen. Ich kann mich jetzt gerade an die Tipps nicht mehr ganz genau erinnern, weil diese Aufnahme ist ein bisschen her, als ich die Tipps gelesen habe. Aber ich meine, sie hat gesagt, dass hier dieses Rauch, dieser Rauch immer auszusagen hat, dass hier halt Zelte und so in der Nähe sind. Und man diese doch durchsuchen sollte. Ist logisch, dass man die Zelte durchsuchen sollte. Ist halt was drin. Dann gab es halt auch noch Informationen zu, ich meine gut, dass wenn man mit irgendeiner Sniper oder so um sich schießt, dass das laut ist und Monster anlockt. Das war mir klar. Das ist ja sowohl in WoZ als auch in DayZ auch so, dass wenn man sich laut verhält, mehrere Gegner anlockt. Ich wollte die Sniper in diesem Part einfach nur mal getestet haben. Tja. Hier ist es leider nichts oder ich bin blind. Was gab es sonst noch so als Tipps? Ja, dass man niemanden trauen soll. Auch klar. Ist halt bei diesem Genre leider das größte Problem, dass man halt niemanden trauen kann. Also wirklich niemanden. Das ist recht schade. Dann glaube ich noch der Hinweis, ich soll mehrere Dächer durchsuchen und so weiter und so fort. Ich kann mich wirklich nicht hundertprozentig an alle erinnern. Es waren mehrere. Ich glaube, es waren an die 10... 15 Stück oder so. Dafür danke auf jeden Fall. Ich werde sie mir auch nochmal zu Gemüte führen. Nur habe ich jetzt halt das Spiel neu installieren müssen, weil ich mein Windows neu aufgesetzt habe und der hat das Spiel nicht mehr erkannt und wollte dann halt für euch aufnehmen, weil es ja doch recht gut Views fängt zumindest. Also ich denke mal, obwohl die Kommentare leider extrem miserabel sind meines Erachtens nach, dass es ein paar Leuten gefällt, weshalb ich weiter aufnehme. Wie gesagt, wenn es euch wirklich gefällt oder so, dann hinterlasst mir doch bitte einen Kommi. Ich bin nicht so wie andere, die jetzt wegen Daumen hoch rumheulen. Es bringt sich eh relativ wenig, ob ich da jetzt 5 Daumen hoch habe oder 7. Muss mal so zu sagen, das bringt mir sowieso nichts. Ich würde mich aber halt über einen Kommi freuen. Das haben sie noch nicht behoben, okay. Ja, neue Patches sind auch schon draußen. Das Spiel kommt ja nicht regelmäßig, es kommt ja immer nur, ja, so in bestimmten Abschnitten, sodass die auch Zeit haben zu patchen. Wir hungern jetzt natürlich, beziehungsweise dursten jetzt natürlich schon so ein bisschen, logischerweise. Weil ich gerade die ganze Zeit dumm in der Ecke stand und versucht habe, die FPS hinzubekommen. Denn ich habe vorhin, als ich angefangen habe zu spielen, nur so, naja, 10 FPS gehabt. Muss erstmal die Qualität ein bisschen runterschrauben. Der Mann hat mehrere visuelle Effekte jetzt reingepackt, die noch nicht ganz so hundertprozentig laufen. Ja, wo gehe ich denn mal hin? Nie noch. Also ich sehe jetzt hier auch großartig keine rauffahren, außer die, von der ich komme. Mir wurde halt auch gesagt, wo viele Monster hauptsächlich sein sollen. An irgendeiner Gegend, wo, glaube ich, auch viele Items liegen sollen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sollte ich mich dann am besten durchschleichen. Da unten ist irgendwas. Man hört es knurren. Das hat mich aber anscheinend nicht gehört. Sehr schön. Items sehe ich leider so an sich auch nicht. Springen nimmt anscheinend keine Ausdauer weg. Sehr schön. Tja. Ich bin natürlich immer noch Noob. Ich habe jetzt ohne euch nicht weitergespielt in diesem Spiel. Muss ich zugeben. Also ich bin immer noch auf dem Stand wie beim letzten Mal. Ich bin immer noch Noob. Das Einzige, was ich jetzt halt
Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, was zur Hölle? Mistvieh, ey. Alter, noch eins. Alter. Ihr kriegt mich niemals. Aber ich glaube, sie wollen mich. Fuck, ja, keine Ausdauer. Ich habe leider auch keine Zeit, um mein Level-Up zu verteilen, sonst hätte ich jetzt blocken lernen können. Sehr blöd. Na, ich habe eh nichts sonderlich zu verlieren. Hopp. Sind anscheinend weg, die Viecher. Charakter. Das hier war Blocken. Ich nehme das jetzt erstmal, weil ich habe sowieso noch keine Waffen. Und ich glaube, da ist Blocken gar nicht mal so schlecht. Haben wir ja im letzten Part herausgefunden. Ich höre wieder was. Da. Hat es mich schon wieder gesehen? Ich nehme das mal als ja. Mistvieh. Bleib stehen gefressen. Stirb wie eine Frau. Da kommt irgendwas. Da ist schon wieder. Ich glaube, ich habe hier so leichte Probleme. Jetzt kann das hier auch noch Dornen schießen. Was zur Hölle? Alter, was zur Hölle? Also gegen die Viecher kämpfen ist keine gute Idee, denn die schreien sehr laut. Und locken so wahrscheinlich auch noch extra viele Monster an. Das ist echt kacke, was hier gerade abläuft. Ach, die sind auch wieder mit dabei. Ja. Healen, ja, habe ich schon vermutet, geht mit Painkillers. Die ich momentan natürlich nicht bei mir führe. Ach komm, lass mir doch einfach in Friede. Wenn es nur so ein paar sind, dann kann man die auch leicht im Nahkampf besiegen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber wenn es halt so viele sind, bekommt man halt das Problem, Leute. Da oben dampft es und ich sehe da auch Zelte, wenn ich das richtig sehe hier vorne. Ich gehe da jetzt also mal hoch. Da dampft es auch. Ganz schön dolle sogar. Irgendwas war auch noch an abgeschützten Helikoptern. Da kann ich mich gerade dran erinnern. Irgendwas Besonderes, worauf ich hingewiesen wurde. Ich weiß jetzt gerade noch nicht mehr was. Waren es Painkiller? Waren es Waffen? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, sorry. Wie gesagt, ein bisschen her, dass ich die Tipps gelesen habe. Ist das nicht böse gemeint? Ich lese sie mir nachher auch gerne nochmal durch. Aber ich wollte jetzt für euch auch unbedingt nochmal ein paar neue Parts aufnehmen. Tja. Ach, hier geht es ja tatsächlich rüber. Ich wollte hier jetzt eigentlich rüberspringen oder so, aber wenn hier gleich so ein richtiger Weg ist, freut es mich doch. Ich würde mich über Painkillers freuen. Ja, mein AP ist nicht mehr so berauschend. Von 1000 nur noch 247. Weil ich ein paar Mal von dieser Spucke beispielsweise erwischt wurde. Die diese Mistviecher da von sich geben. Das ist nicht so schön. Ja, hier sind zwar Zelte, aber hier ist nichts sonderlich. Kann natürlich auch sein, dass es wieder durch irgendwie so einen Surferhopper geplündert wurde. Das ist ja auch immer ein sehr bekanntes Problem dieser Spiele. Leider. Leider. In World Z wurde das ja dann später so gemacht, dass man nicht da spawnt, wo man sich ausgelockt hat, sondern Wände. Finde ich gut. Muss ich zugeben. Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Ich weiß es gar nicht, die sehen alle so ähnlich aus. Oh ne, doch nicht.
Haben die sich hier echt gemütlich gemacht und hier geschillt? Oh, einen schönen Überblick über die Stadt hat man. Auch wenn es noch so ein bisschen wischiwaschi aussieht. Na gut, ich habe jetzt auf Medium runtergeschraubt, aber selbst auf High sieht das nicht so sonderlich viel besser aus. Wie gesagt, damit die FPS ein bisschen besser sind, weil ich spiele jetzt auch mit. Na, ich hatte gerade kurz 25 FPS, als ich da die Aussicht der Stadt genossen habe. Jetzt sind es wieder 30. Viel mehr über 30 bekomme ich auch nicht, da ich mit Fabs aufnehme. Und Fabs hat ja eine... Naja, hat einen FPS-Lock. Der nur deaktiviert wird, soweit ich weiß, wenn die Leistung des Prozessors deutlich höher ist als, der FPS-Lock. Schwer zu erklären. Na, da haben wir doch schon was. Can of Food. Damit hätten wir ein bisschen Essen. Das stellt nur leider kein Leben wieder her. Also demnächst wahrscheinlich auch mit Wulfi unterwegs. Hoffentlich. Wenn das alles so klappt, wie wir es planen. Tja. Die hat's wohl überrascht. Was ich genial finden würde, was man in solchen Spielen immer einbauen sollte, sind hier so Notizen auf einen Zettel oder so, oder so ein Tagebuch, wo man dann so ein bisschen Story nachlesen könnte oder so. Zum Beispiel hier dieses Lager, das sieht ja schon so aus, als wäre hier ja eine größere Menschenmasse gewesen, hier mindestens drei zumindest. Plus die Zelte, wo dann wahrscheinlich noch ja jedes Mal zwei drin sein konnten, wie man hier auch noch sieht. Also es sind immer zwei Betten drin. Und dann halt so ein bisschen die Geschichte erfährt. Dass sie wahrscheinlich extrem Essensmangel hatten oder so. Und dann so von wegen, ja, wir müssen uns jetzt einen entscheiden, den zu töten und ihn zu essen. Das klingt zwar krank, aber was will man machen? Ne, am besten den fettesten nehmen. Hat man am längsten was von. Da war gerade ein anderer Spieler. Der sah aber schon besser ausgerüstet aus als ich. Der hat den Helm und so alles auf. Darum gehe ich jetzt einfach mal weiter. Und ignoriere diesen Spieler mal. Ich habe erst im ersten Moment gedacht, das wäre ein Monster. Wieso? Au! Hunter. Ja, die werden wohl mehreren zum Opfer. Ja, machen wir einen neuen Charakter. Ist mir eigentlich relativ hier. Play. So, wo sind wir jetzt? Texturen haben geladen? Ja, schön. Da war die Kirche. Wollen wir zur Kirche? Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Wurden da gerade geschrieben. Nichts großartig. Diese Menüs brauchen extrem lange zum Ein- und Ausblenden. In der Zeit kann man sich halt nicht bewegen. Das ist halt schon so ein kleiner Nachteil. Ich mag es nicht, durch Wasser zu laufen, muss ich zugeben. Das ist so laut. Hopp. Okay, noch eine Straße weiter hier lang. Da wieder was knurren hören. Hey, duck dich. Hey, ich will da lang. Ich will hier lang. Ach, dann halt nicht. Schuf. Hold to read. This place has been picked over pretty well. Also gibt's hier doch was zu lesen. Oder soll es hier demnächst was zu lesen geben, oder wie? Ich meine, this place has been picked over where we... Hä? Muni. Wenn ich da aufhöre zu bangen. Das steht hier drin überall... Hold to read. Same. Das ist wieder dieser Bug, weißt du? Hier liegt... Ah, da. Gerade gespawnt. Sehr schön. Spawnt hier noch mehr? Bei Items schienen nämlich jetzt gerade erst gespawnt zu sein.